Ja, nachdem wir in der letzten Folge Frank laufen lassen haben, er uns hat Schlüssel gegeben für die Schließfächer, sollen wir in der Bank gehen und die Geschäftsbücher holen. So, Hauptsache wir kommen rein. Hallo, wie geht's? Hallo, wie geht's? Wo ist die Tür? Ja. Sind wir gerade von der Tür weggelaufen? Nee, Okay. Lauf mir nur nicht nochmal vor die da Füße. war doch keine Tür, ne, oder? Echt jetzt? Warte mal. Okay, wir laufen hier nochmal rum. Hallo. Wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit. Wir stehen vor der Tür und laufen mal rum. Terra, mach doch mal die Augen auf. Okay. Mal gucken. Guten Tag, Sir. Guten Tag. Wir haben ein Schließfach hier. Okay. Wo sind bitte die Schließfächer? Unten bei meinem Kollegen, Sir. Danke. Danke. Okay. Suche im Untergeschoss die Schließfächer, nicht Schießfächer. Aber ob wir da so einfach reinkommen, da ist ein Bulle. Okay. Oh, müssen wir quatschen oder was? Ist nur die Frage, ob wir jetzt, wenn wir da Ich will reingehen. den Direktor sehen. Er ist heute nicht hier. Kann ich helfen? Nein, können Sie nicht. Wer quatscht denn hier? Irgendwo da oben, unten? Der Bulle kommt gerade auf uns zu. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn wir jetzt da reingehen. Okay, er geht da lang. Gut. Passiert wohl nichts, wenn wir hier lang gehen? Gut. Ich glaube, solange wir keine Knarre ziehen, oder? Oh. Toller Tag, was? Aha, ja. Ich nehme an, wir müssen uns da wieder rauskämpfen. So. Absolut Schließfächer. Oh, da liegt was. Gut. Ich hoffe, du bleibst. Gut. Was hast du gesagt? So, hier. Müssen wir reden, ne? Ich möchte zu den Schließfächern. Für Frank Coletti. Ah ja, Mr. Angelo? Ja. Mr. Coletti hat uns mitgeteilt, dass Sie Zugang erhalten sollen. Bitte folgen Sie mir. Warum haben wir die Erlaubnis? Frage ich mich gerade. Und woher kannte er uns? Sehr eigenartig, sehr eigenartig. Das ist aber bestimmt eine Falle, wa? Na, aber das. Okay. Bitte. Danke. Beerdigung? Jo. Ich holte die Bücher und verwischte meine Spuren. Salieri stellte nie irgendwelche Fragen. Abgesehen von der Beerdigung hat er nie wieder über Frank geredet. Wen haben wir denn da jetzt beerdigt? Frage mich gerade. Wir haben sein Haus angesteckt und dann dachten alle, er wäre tot. Nehme ich jetzt mal an, ne? So kommt jetzt Morello oder was? Sieht schon so fies aus. Du machst meine Jungs nervös, Marco. Sergio und ich wollen Frank nur unseren Respekt erweisen, mir nicht. Ich habe ihn lang gekannt. Fast so lang wie du. Ein guter Mann. Klug. Loyal. Loyal zu seiner Frau und vor allem seiner Tochter. Wenn darin keine Ehre liegt, ein Junge. Mag sein. Und doch stehe ich hier vor dem Grabstein seines kleinen Mädchens. Wird Marco uns jetzt verraten, dass er gar nicht tot ist? Oh, okay, doch nicht. Ich dachte, er würde uns verraten. Würde sagen, der lebt doch noch. Freigeschaltet. Überall Ratten. Jo.
Omer, da haben wir abgeschlossen. Nö, nö, die Aufnahme, da haben wir noch Zeit. 10, 15 Minuten haben wir noch Zeit. Also machen wir weiter. Reiche Leute besuchen, 1933. So, haben wir gleich den Vorspann für die nächste Aufgabe. Schön, schön. Schau dir diese Häuser an. Große Gärten, schicke, teure Zäune. Der amerikanische Traum, was, Tommy? Mag sein. Für dich nicht? Nein, Sir. Bin gern näher am Geschehen. Lass dich von den hübschen Blumen nicht täuschen. Hier draußen gibt's mehr Kriminelle als im Rest der Stadt zusammen. Sind wir deshalb in dieser Gegend? So in etwa. Morella hat einen korrupten Staatsanwalt auf der Gehaltsliste. Watkins, ein alter Freund von Gelotti. Der Stadtrat? Genau. Morella hat ihm gesagt, wir stecken hinter dem Tod des Gelotti-Jungen. Watkins ist voll drauf angesprungen und will seinem Kumpel helfen. Angeblich hat er sogar ein paar Zeugen. Haben Sie Namen? Ja, aber Pauli und Sam kümmern sich schon drum. Ich brauche dich für was anderes. Wir brauchen alles, was Watkins über uns hat. Wo hat er das? In seinem Safe. Ich bin kein Safe-Knacker. Mach dir keine Sorgen. Wir geben dir Salvatore mit. Ist mit dem Boot angekommen, aber der kriegt alles auf. Bring ihn in die Villa, finde den Safe, den Rest macht er. Was wird mich da erwarten? Das kriegst du hin. Watkins geht ins Theater, das Haus ist also leer, bis auf ein paar Wachen. Das Büro ist im Erdgeschoss und unser Maulwurf sagt, der Safe ist in der Wand. Wenn Salvatore ihn geknackt hat, nimm die Beweise und verschwinde. Ist er das Boss? Das ist unser Mann. Salvatore, tutto bene. Schönes Auto, grazie. Schönes Auto. Don Salieri. Schön, dich zu sehen. Du weißt Bescheid. Enttäusch mich nicht. Sì, ho capito, sì. Tommy, okay. Wenn du Watkins siehst, tu ihm nichts. Das bringt nur mehr Ärger. Geht klar, Boss. Buona fortuna, ragazzi. Ja, buona fortuna. Okay. Tommy. Tommy Angelo. Piacere di conoscerti. Meraviglioso. E fuori. Soll ich fahren, ja? Okay. Okay. Jetzt aber einbrechen, Schließfach aufmachen. Gut. Gehe zum Anwesen des Staatsanwalts. Lass mal kurz Karte gucken. Oha, ist eine ganz schöne Strecke. Ich denke mal, da werden wir hinfahren und dann werden wir die Aufnahme aufhören, ne? Gute Hupe, ne? Gibt's Parli in Andecchia di Siciliano? O capo, durissimo piano. Ich kann kein Italienisch. Perfetto. Okay, muss man jetzt selber lesen beim Fahren, ist natürlich doof. Basta. Hai capito? O piano? Ja, ich bin eingeweiht. Okay, per favore capisci. Capisci, genau. C'è di un turcioniato senza farici sentire né vedere. A cacciaforti sta a regio un guaccio, un primo piano. Tu rammi in antichia di tempo e lascia fare tutto a mia. E da cacciaforte ci avrà sicuramente un allarme. Ja. Das wird wohl für uns beide eine lange Nacht. Mingia. Mingia. Ja. Gott, Gott. Also gut, jetzt ich. Tu, was ich tu. Sei vorsichtig. Sei. Vorsicht mit dem Safe. Forte. Sì, faccio io. Rabrire cassaforte. Aprire cassaforte. Himmel. Okay. Okay, ihr habt alles verstanden, ne? Hören wir den Funk ab. Perfetto. Was für eine Strecke. Den Funk? Okay. Ich dachte, wir müssen den Funk einstellen, aber nein. Also wie die Strecke aussieht, als wenn wir näher vom Staatsanwalt flüchten müssten mit dem Auto. So verfolgungsjagdmäßig, ne? Denke ich mal. Oh. Ja, ich hab auch mal.
Möp, möp. Ja, das werden wir so machen. Wir werden, wie ich schon sagte, hinfahren und dann... Aussicht hier oben. A volte stupaisi. Meraviglioso. Und dann werden wir ja, die Aufnahme beenden. Wie wir einbrechen, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Weil ich allzu dicht ranfahre, nicht automatisch was übernimmt. So, hier werden wir Stopp machen. Genau, mal abhaken. So. Ach so, war das mit drin und draußen. Ah. Ja, dann bedanke ich mich fürs Einschalten und fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, ja, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da. Dann sehen wir uns morgen wieder, um zu sehen, was wir da anrichten können bei dem Staatsanwalt. Also, ringehauen. Ciao, ciao.